Okay, vielen Dank für Ihre Teilnahme heute. Und heute ist ein spezieller Tag, weil ein Lockdown heute anfängt. Aber trotzdem haben wir noch eine Sitzung, ja, vor den Weihnachten, ja. Aber die Sitzung heute ist eigentlich die letzte Sitzung dieses Jahr. Und von 19. Dezember, aber jetzt schon 16. oder 17. Dezember bis, ich denke, Lockdown dauert bis 10. Januar. Ja. Das heißt eigentlich von 16. Dezember bis 10. Januar nächstes Jahr haben wir haben wir eine Pause, Weihnachtsferien, ja. Und ich hoffe, dass Sie alle gesund sind. Okay. Das ist eigentlich ein kurzer Plan für den Unterricht heute. Und hauptsächlich drei Sachen. Zuerst ein paar Software und einige nützliche Sachen. PDF und ja, das Software. Apps für PDF-Datei und auch Online-Storage, was wir für das Studium oder für die Veranstaltung später auch verwenden können. Ja? Okay, und dann wir schauen mal vielleicht zusammen. Gehört auch zur ersten Teil. Das heißt, PDF-Datei und PDF-Datei zu, wie kann man sagen, zu erstellen. Zu erstellen, ja. Das heißt mit einer Scanner. Zum Beispiel letztes Jahr waren wir eigentlich zusammen in Philologicum in unserer Bibliothek. Ich habe den Teilnehmern damals gezeigt, wie funktioniert unsere Scanner an der Uni, aber dieses Jahr geht leider nicht. Aber ich finde, das ist trotzdem sehr wichtig. Und ich habe danach auch Feedbacks bekommen, dass die damaligen Teilnehmer auch so dachten, dass Kopiermaschinen zu benutzen oder man, das ist sehr wichtig, dass man lernt, wie die Scanner oder wie die Kopierer zu benutzen. Deswegen, trotz der schwierigen Situation jetzt, möchte ich euch per Internet zeigen, wie funktioniert das Scannen und das Kopieren. Ja. Ich weiß, die Online-Sitzung vielleicht nicht so optimal für solche Handlungen, aber wir mal schauen, ja. Okay, und dann ein paar nützliche Softwares und Zotero mit Zotero werden wir heute intensiv beschäftigen. Und ich habe eigentlich vor 2 Wochen euch empfohlen, diese Software aus dem Internet zu bekommen. Das ist kostenlos, ja. Aber wenn Sie trotzdem keine Zotero Software installiert haben, das ist auch nicht so schlimm. Ich zeige euch, wie funktioniert diese Software. Und falls diese Software euch gefällt, dann können Sie später nochmal in Ihre eigene Rechner installieren. Ja. Okay. Und dann als dritter Teil ist eigentlich Bibliografie und Zitieren und auch mit Besprechung der wichtigen Zeitschriften für historische Sprachwissenschaft. Okay. Weil unser Kurs eigentlich nicht nur IT-Kompetenz, das ist eigentlich IT-Kompetenz für die Sprachwissenschaftler. Ja, okay. Das ist so. Okay, dann fangen wir mit ein paar einfachen Sachen. Ja. Ich glaube, dass Sie wissen, das ist ganz kurz. Ja, ich möchte nur ein paar Software vorstellen. Das heißt Adobe Acrobat. Das heißt,
wir benutzen natürlich viele PDF-Dateien. Und um PDF-Datei zu lesen, gibt es eigentlich viele Software zur Verfügung. Ja? Gehen Sie jetzt zum Beispiel zu App Stores oder einfach zu Google, dann tippen Sie PDF Reader, da haben Sie eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja. Und ich glaube, Sie wissen bestimmt, Adobe Reader, das ist zum Lesen. Aber heute möchte ich euch eigentlich eine, das heißt eine professionelle, das heißt eine advanced Version von Adobe Reader zu zeigen. Das ist eigentlich Adobe Acrobat. Das heißt, mit diesem Software können Sie nicht nur die Datei lesen, sondern auch bearbeiten. Okay, und ich habe eine Probe PDF-Datei ausgewählt. Das heißt, das ist eine Scan. Das ist eine Scan aus einem Buch. Ich werde euch später zeigen, wie funktioniert das Scannen. Aber zuerst benutzen wir jetzt eine schon gescannte Datei. Das ist aus einem Buch, heißt Historische Syntax des Deutschen. Und wir haben schon gesehen, das ist gescannt, das ist ein Bild. Ja, das ist eigentlich ein Bild. Und mit dieser Advanced Version von Acrobat, heißt Acrobat, Adobe Acrobat Pro, dann können wir Texterkennung durchführen. Ja? Das heißt, klicken Sie hier eine, es gibt ein A hier, heißt Text in dieser Datei erkennen. Okay? Dann klicken Sie diese und dann kommt Optionen. Sie können wählen alle Seiten und aktuelle Seite oder Seitenbereich. Und hier wählen Sie die Sprache dieser Datei. Ja. Und das ist eigentlich Deutsch, dann wählen wir Deutsch. Okay, ja. Und es gibt eigentlich viele Möglichkeiten. Sie können Bulgarisch, Chinesisch, Englisch, Finnisch und Französisch, Griechisch und so weiter. Russisch auch natürlich hier unten, Russisch. Ja. Eigentlich Spanisch, Französisch und Deutsch oder viele europäische Sprachen verwenden eigentlich römischen Buchstaben. Aber Chinesisch und Japanisch oder Koreanisch, das ist keine römische Buchstaben. Deswegen, das ist, diese Software ist eigentlich sehr stark. Okay. Dann wählen wir Deutsch und dann klicken wir Text erkennen. Okay. Dauert nicht so. So, das ist nur zwei Seiten, okay? Und das ist schon fertig. Da speichern wir. Und jetzt, schauen Sie, jetzt, wenn Sie hier wählen, das ist schon, ich meine, das ist nicht mehr Bild, sondern Texte. Sie können die Texte, Sie können die Wörter kopieren und dann auch in diese ganze Datei suchen. Ja? Zum Beispiel, hier kann man kopieren. Schauen Sie hier. Das kann man hier kopieren. Ja? Das ist schon erkannt. Okay, Präsentation. Diese A mit Umlaut ist auch gut bewahrt. Ja, das ist ziemlich präzise. Ja? Wenn die Qualität der scannten Datei gut ist, okay. Und ich werde später erklären, was heißt gut. Okay. Und jetzt können wir probieren mit Suche, mit Suchfunktion können wir probieren. Suchen wir vielleicht Beispiel. Ja, und dann hier, das ist Beispiel. Ja. Okay. Ja, das ist alle Beispiele. Ja. Okay. Und suchen, dann klicken wir Ctrl F oder Command F oder Steuerung F, ja, das ist alles gleich, ja. Okay. Und eigentlich bei Suchen können wir auch eine heißt fortgeschrittene Funktion benutzen.
Das heißt, klicken wir. Ich weiß nicht, vielleicht bei Windows, das ist Shift plus Steuerung, Control und dann plus F. Und bei Mac, das ist auch Shift plus Command und plus F. Ja, das ist Advanced Search. Moment. Ja, und was heißt Advanced Search? Das heißt, ich zeige euch. Das heißt, Sie können in diese aktuellen Dokumente suchen oder wählen Sie einen Bereich. Das heißt, alle PDF-Dateien in einer bestimmten Ordner. Dann können Sie bestimmte Ordner suchen. Aber das dauert vielleicht zu lang. Ich probiere nur diese Dokumente. Wir können eigentlich später, ich zeige euch, wie funktioniert das später. Ja. Okay, dann probieren wir zuerst dieses aktuelle Dokument. Dann tippen wir hier Beispiel und dann suchen. Und dann, was kommt? Ja, das heißt, hier werden alle Belege aufgelistet. Ja, das heißt, wir klicken diese hier und dann klicken hier. Dann können wir hier Kontext anschauen. Ja, okay. Ja, das ist so. Und wie funktioniert, dann klicken wir Neue suchen, dann probieren wir alle Dokumente in eine bestimmte Ordner. Okay, dann mache ich zuerst eine Ordner. Okay, und dann ziehen wir vielleicht, das ist die S-Datei und ich schau mal, Moment. Okay. Ich benutze zwei PDF-Dateien, ja. Auch mit anderen Funktionen. Das ist eigentlich ein Teil dieses Buchs. Es gibt auch andere Funktionen, heißt extrahieren. Das heißt, ich nehme ein paar Seiten aus diesem Buch. Zum Beispiel aus dieser, Moment. Ja, hier können wir auch die Seite ein bisschen drehen, ja, aber hier, das ist nicht nötig. Okay, wir benutzen, okay, ich nehme noch zwei Seiten aus und dann benutzen wir nochmal diese Erkennungsfunktion und dann klicken wir Text erkennen. Ja, ich glaube, das ist wiederum fertig, ja. Jetzt ist wiederum ja, okay. Und dann speichern wir. In diesen neuen Ordner. Okay. Ja, das ist diese zweite Datei. Und dann nochmal eine andere Datei. Moment. Extrahieren. Ja, das ist noch eine Datei. Und benutze ich Erkennen hier nochmal. Okay, das ist eine zweite Datei. Da speichere ich wiederum in diesen neuen Ordner. Okay. Okay, dann jetzt haben wir zwei Dateien. Ich schließe diese. Okay.
Jetzt haben wir zwei Dateien in einem Ordner, heißt Neuordner. Ja, dann wählen wir alle PDF-Dokumente in eine bestimmte Ordner. Dann suchen wir hier einen Moment. Ordner suchen. Dann klicken wir Ordner suchen. Okay, und dann wählen wir diese Datei Neue Ordner. Dann wählen. Okay. Das heißt, hier wird Beispiel, das Wort Beispiel in alle PDF-Dokumente in Ordner, heißt Neue Ordner, gesucht. Und dann klicken wir Suchen. Okay, das heißt, Ergebnisse, schauen Sie hier, zwei Dokumente mit 11 Treffer. Und das ist diese erste Dokumente. Klicken wir hier, dann haben wir diesen Kontext. Okay, und wenn wir diese Treffer, wenn wir die Treffer klicken, dann werden die Seite dargestellt. Ja, okay, schauen Sie hier. Das heißt beispielsweise, weil wir suchen eigentlich Beispiel und es könnte natürlich Beispiele, beispielsweise und so weiter. Ja, okay, das ist so. Und dann klicken wir zweite Datei, dann werden die Belege in zweite Datei auch dargestellt. Ja, das ist eigentlich so. Ja, das ist diese zweite Datei. Dann können wir suchen. Ja, okay, das ist eigentlich die Funktion von Suchen und Texterkennung und auch Advanced Suchen, Advanced Search. Das ist nützlich, weil die werden später bestimmt viele Literatur lesen für ihre Seminare. Und zum Beispiel, sie haben 20 oder manchmal vielleicht 50 Seiten zu lesen für eine Sitzung, für eine Woche. Aber es gibt vielleicht zu viel Information. Sie möchten die wichtigste Information zuerst auswählen. Und zum Beispiel, ich möchte, ja, Beispiel ist vielleicht kein gutes Wort, aber zum Beispiel für Latein, ja, ich suche vielleicht nach Latein oder nach Althochdeutsch. Das ist vielleicht ein wichtiger Brief und ich möchte genauer über den Kontext lesen. Deswegen können Sie nach Latein oder nach Althochdeutsch suchen. Und da brauchen Sie eigentlich nicht den ganzen Aufsatz zu lesen oder die ganze Datei durchzulesen. Und Sie lesen vielleicht nur die wichtige Information für Sie. Ja, okay, das ist, ja, das ist die Funktion. Okay. Ja, das ist so. Deswegen probieren Sie dieser. Ich weiß nicht, ob das kostenlos. Vielleicht es gibt eine Trial für 30 Tage und so weiter. Aber benutzen Sie vielleicht später auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel es gibt noch eine PDF. Reader und mit OCR-Funktion. Und Texterkennung sagen wir OCR. Okay? OCR heißt, okay, es gibt einen Tipp für diese Software. OCR heißt auf Englisch Optical Character Recognition und auf Deutsch heißt Texterkennung. Okay, das ist eigentlich so, Texterkennung. Und für Adobe Acrobat gibt es einen Sonderpreis für Studierenden. Wir können zusammen schauen, ja, das ist für Studenten. Es gibt eigentlich einen Rabatt, ungefähr 100 Euro. Ja, das ist, weil Originalpreis ist 600 Euro. Das ist eigentlich ziemlich teuer. Und es gibt hier Abonnement, nicht mehr die ganze Lizenz. Das heißt, früher kann man die ganze Lizenz kaufen, kostet 600 Euro. Und dann für Studierende
Und für Lehrer gibt es einen Sondernpreis, das ist 100 Euro. Aber jetzt, das ist normalerweise Abonnement, aber Sie können eigentlich im Internet, ich glaube in Amazon, ich glaube in Amazon können Sie eine Studentenlizenz für ungefähr 90 Euro kaufen. Ja, okay. Das ist nur eine Möglichkeit. Und zweite Möglichkeit ist ein Software, heißt, ich weiß nicht, wie spricht man das? Das ist ABBYY, ja. Vielleicht Fine Reader. Und diese Software ist eigentlich auch, das heißt, nicht nur für Windows, sondern auch für Mac verfügbar. Und ich weiß nicht, ob für Linux auch. Aber ich vermute, dass viele von euch entweder Windows oder Mac benutzen. Ja, okay. Sie können diese Software benutzen. Und diese Software ist eigentlich schon in der Rechner, im Rechenzentrum installiert. Und vor einem Jahr bei demselben Kurs waren wir im Rechenzentrum in Schellingstraße 3, Rückgebäude, ja, denke ich. Und wir haben damals mit der Rechner dort diese Software probiert. Ja. Und diese Software ist auch sehr gut, unterstützt eigentlich viele Sprachen. Ich glaube Russisch, Englisch, Deutsch und vielleicht auch Chinesisch und sogar Arabisch. Ja. Okay, das ist eine andere Möglichkeit. Okay, das ist für PDF-Software. Und dann schauen wir zusammen. Wie kann man sagen, Online-Storage-Sache. Eine heißt WeTransfer. Okay, die beiden sind eigentlich, ich meine, WeTransfer und Dropbox sind eigentlich kostenlos. Ja, okay, dann probieren wir zuerst WeTransfer. Okay, dann gehen wir zu Google. Gehen wir zu Google und dann wählen wir, dann tippen wir WeTransfer. Okay. Okay, das ist eigentlich ein Website. Und dann klicken wir WeTransfer. Okay, das sieht so aus. Ich akzeptiere. Okay. Sie können eigentlich registrieren, aber das ist eigentlich nicht Pflicht. Das ist eigentlich keine Pflicht. Sie können ohne Registrierung diese Seite benutzen. Okay, das heißt, hier ziehen Sie die Datei hier oder klicken Sie Plus. Ja, und dann können wir zum Beispiel diese Seiten aus Flasche, was wir gerade durch OCR bearbeitet haben, dann können wir für Upload auswählen. Dann klicken wir hier. Das heißt, Sie können einmal bis 2 Gigabit schicken. 2 Gigabit Datei schicken. Sie können ein Video schicken, Sie können ein großes Lexikon schicken und so weiter. Und dann tippen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers hier. Okay? Ich benutze vielleicht meine eigene. Okay? Und dann tippen Sie Ihre eigene Adresse. Das ist meine eigene Adresse. Ja? Okay. Und dann, Sie können auch eine kurze Nachricht schreiben. Und jetzt klicken Sie Senden. Aber hier, Moment, ich benutze vielleicht mein Gmail. Okay, dann klicken Sie Senden. Aber schauen Sie, hier müssen Sie in Ihrer E-Mail-Adresse bestätigen. Und das heißt, ich schaue mal erst meine E-Mail-Adresse. Das heißt, ich bekomme einen Code. Das heißt, nur eins, nur, Entschuldigung. Nur 1 3 7 5 5, ja,
Okay, dann klicken Sie Bestätigen. Okay, dann wird diese Datei geschickt. Okay, das ist eigentlich kostenlos. Sie können mit dieser Website bis zu 3 Gigabit Datei kostenlos zu Ihrer Bekannten schicken. Ja, ich habe schon eine Nachricht bekommen, dass die Datei schon erfolgreich geschickt ist und ich könnte eigentlich herunterladen. Ja, das ist eigentlich so. Okay. Und dann zweite Möglichkeit ist eigentlich Dropbox. Das heißt, ich für diesen Kurs, dann tippen Sie Dropbox hier. Dropbox, ja, tippen Sie Dropbox. Okay, das sieht eigentlich so aus. Okay, ich habe eigentlich schon ein Konto und falls Sie kein Konto haben, dann können Sie eigentlich kostenlos ein Konto ja, errichten. Das ist eigentlich kostenlos. Und für diesen Kurs brauchen wir einige Dateien für die nächste Sitzung. Ich meine, Sitzung in die erste Sitzung nächstes Jahr. Und ich habe diese Datei in einen Ordner gespeichert, zum Beispiel diese Datei. Und ich habe auch extra ein paar Videos. Wir werden später zusammen anschauen, dieser Video, wie man Scanner an der Uni benutzen kann. Okay, das ist eigentlich ein Video. Ja, okay. Hier, das ist ein Video. Ich könnte natürlich auch per Moment. Ich könnte natürlich auch per WeTransfer nochmal schicken. Das funktioniert. Hey, Moment. Okay. Ja, das heißt, ich könnte nochmal per WeTransfer schicken, dann ziehe ich diese Datei hier. Okay, ich kann auch ziehen, ja. Okay, und dann nehme ich, dann schreibe ich E-Mail-Adresse hier und dann klicke ich Senden und dann bekomme ich einen Bestätigungscode und dann gebe ich die Code ein und dann funktioniert das. Oder gehen wir zu Dropbox. Und Dropbox, wie gesagt, machen Sie zuerst ein neues Konto, kostenlos, und neue Ordner, das ist unser Kurs Infokompetenz. Und ich habe hier schon ein paar Sachen gespeichert. Und ich muss noch eine Datei dieser Video. Ja, okay, dann ziehe ich diese, Moment, dann ziehe ich diese Video einfach hier. Okay, und dann wird automatisch hochgeladen. Ja. Das heißt, Uploading Scan von Recon Device 1 Second left. Ja. Das ist eigentlich ziemlich schnell. Okay. Dann habe ich diese Datei schon hier. Okay, Scan on Recon. Und dann, was mache ich später? Dann gehe ich zurück oder ich könnte den ganzen Ordner zu euch schicken oder mit euch teilen. Das heißt, wähle ich zuerst diese Ordner und dann klicke ich hier Share. Dann klicke ich Share. Okay? Und dann Share, Create a Link. Das heißt, ich mache einen Link. Okay? Dann Create den Link. Und dann kopiere ich diesen Link. Okay, dann Link kopiert. Und dann kann ich diesen Link per E-Mail euch schicken. Das ist dieser Link. Wir klicken diesen Link. Klicken wir diesen Link. Oder wir können diesen Link einfach hier kopieren und dann öffnen. Dann können Sie alle diese Datei herunterladen. Das heißt, Sie wählen alle Datei und dann klicken Sie Download. Dann können Sie alle diese Datei herunterladen. Okay. Das ist, wie funktioniert das?
Okay, und dann etwas zu Portfolio. Das heißt, was ist Ihre Aufgabe? Und Sie beschreiben im Portfolio entweder WeTransfer oder Dropbox. Ich würde eigentlich Dropbox empfehlen, weil Dropbox kann noch länger dauern. Dieser WeTransfer-Link dauert eigentlich nur 7 Tage. Oder vielleicht 10 Tage, 7, 10 Tage. Aber Dropbox kann man immer benutzen. Dieser Link dauert sehr lang. Okay? Das heißt, für Portfolio beschreiben Sie, wie man Datei per Dropbox schicken. Das heißt, beschreiben Sie zum Beispiel, ich öffne ein Konto und dann create new file, dann neuer Ordner errichten oder neue Ordner schaffen. Und dann in diese neue Ordner, dann ziehe ich die Datei hier und danach wähle ich diese Ordner und dann klicke ich Share. Okay? Und dann Link. Ja, klicke ich Link und dann Copy Link. Und dann kann ich diesen Link euch andere schicken. Ja, das ist so. Und dann machen Sie jetzt, das heißt, nachdem Sie Share geschickt haben und Link kopiert haben, dann machen Sie ein Screenshot. Okay? Das ist das Ergebnis. Das ist, was ich für euch erwarten ist. Ja. Okay. Das ist für Dropbox. Ich hoffe, das ist klar. Okay. Haben Sie Fragen? Wenn keine, dann mache ich weiter. Ich vermute, dass einige von euch früher vielleicht schon Dropbox benutzt haben, oder? Ja. Das ist eine sehr übliche oder sehr nützliche Sache, ja. Okay, das heißt, dann machen Sie jetzt ein Screenshot, okay, nachdem Sie dieser Folder geteilt haben. Okay, das ist für Dropbox. Jetzt gehen wir zu Scan. Ich habe euch dieses Video schon geschickt, ja? Ich habe euch dieses Video schon geschickt. Dann schauen wir mal zusammen dieses Video. Das heißt, wie funktioniert Scannen-Funktion in RLMU? Und bei Scannen habe ich eigentlich euch letztes Mal zweite Sitzung vielleicht, ja, oder am erste Sitzung. An der RMU gibt es iCloud, nee, nicht iCloud, Cloud Printing, sorry. Gibt es Cloud Printing an der RMU. Okay? Das ist diese Seite. Bei Cloud Printing geben Sie hier Ihre Studentenkarte-Nummer. Nein. Sie haben eine RMU-Karte und steht hier eine Nummer, dann geben Sie diese Nummer ein. Okay, und was ist meine Nummer? Dieser? Ich bin nicht so sicher, ja. Ich bin nicht so sicher. Ja, das ist vielleicht eine andere Karte, ja. Aber wie gesagt, ich möchte nur euch zeigen, wie funktioniert das. Das heißt, da klicken Sie hier Datei auswählen und dann klicken Sie weiter. Okay, und das dauert nur ein paar Sekunden, bis die Datei hochgeladen. Nicht ein paar Sekunden, ich meine, das ist, laden Sie vielleicht keine große Datei. Ich schätze vielleicht 5 Megabit oder maximal 20, denke ich, funktioniert. Ja. 100 Megabit habe ich nie probiert. Ich glaube, 20, das ist schon in Ordnung. Das heißt, wählen Sie eine Datei und dann klicken Sie weiter und später wird die Datei in Cloud gespeichert. Und dann gehen Sie zu UB oder zu Institute, ja, irgendwo, wo ein Copy Machine oder Scan Machine vorhanden ist. Okay? Okay. Und dann schauen wir mal zusammen das Video. Wir können leider jetzt kein keine Maschine benutzen. Okay, das heißt, wir gehen mal zu Anfang.
Das ist wie die Maschine. Das ist wie die Maschine aussieht. Das heißt, es gibt eine, wie kann man sagen, ein Bildschirm und auf der rechten Seite, sollen Sie Ihre RMU-Karte liegen. Okay, es gibt eine kleine, wie kann man sagen, das heißt, es gibt eine extra Ort für RMU-Karte. Okay, und nachdem Sie die RMU-Karte darauf gelegt haben, wird Bildschirm automatisch aktiviert. Okay, und dann sehen Sie auf dem Bildschirm, das ist eigentlich ein roter Bildschirm. Hier, das ist eine, wie kann man sagen, die Maschine, die RMU, hat eigene Einstellungen. Das sieht ein bisschen anders, aber ähnlich wie dieser. Und anfangen sehen Sie eine, wie kann man sagen, sehen Sie drei Optionen. Das heißt, scannen, kopieren und drucken. Okay, und dann wählen Sie, für uns jetzt wichtig ist eigentlich scannen. Okay, dann wählen Sie scannen. Okay, und dann sieht dieser Fenster so aus. Und scannen können Sie eigentlich zwei Möglichkeiten. Sie haben eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder nehmen Sie ein USB-Stick oder schicken Sie die gescannte Datei zu Ihrer Mailbox. Und bei der ersten Möglichkeit, nämlich mit USB-Stick, dann stecken Sie zuerst Ihre USB-Stick zu der linken Seite. Ja, dieser Bildschirm, linke Seite des Bildschirms. Okay, und dann wählen Sie dieser Store File. Dann klicken Sie mit Ihrem Finger, klicken Sie Store File. Das ist eine englische Version, aber deutsche Version, das ist vielleicht anders formuliert. Aber wie gesagt, oben links gibt es ein Icon für Speichern. Dann klicken Sie diese Icon und dann wählen Sie Ihre USB-Stick. Okay. Und danach müssen Sie ein bisschen, wie kann man sagen, jetzt gibt es ein paar wichtige Einstellungen. Und ich habe früher gesagt, wir brauchen eine gute gescannte Datei. Und was heißt gut? Gut heißt, Sie müssen die, wie kann man sagen, hier heißt Black and White, das heißt Schwarz und Weiß, und Text und Line Art. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie ein Foto scannen möchten, dann benutzen Sie vielleicht bessere Farbe, okay? Und diese können Sie alle hier. Moment. Hier, Scan Setting verwenden. Sie können verschiedenen Modus in Scan Setting wählen. Okay, ich ziehe noch weiter. Siehe. Okay, das heißt, Sie legen natürlich Ihr Buch oder Ihr Foto hier und auf dieser Glas-Tablett. Okay, und dann geht es weiter. Das heißt, hier ist für E-Mail. Okay, Sie können E-Mail-Adresse hier eingeben. Dann machen Sie Manual Entry. Das ist eigentlich das dritte Icon hier. Okay. Ja, dann können Sie Manual Entry wählen. Oder, ja, dann hier. Das ist dieser Scan Setting. Das ist für uns wichtig. Wir brauchen eine gute Scan. Und hier, das ist 200 dpi. Das ist eigentlich nicht so deutlich. Wir können, nachdem wir Scan Setting geklickt haben, klicken wir Scan Setting und dann sind wir bei dieser Fenster. Okay? Und hier können Sie eigentlich wählen. Das ist eigentlich für Schwarz und Weiß.
Und unten, das ist für Full Color oder für Full Color Glossy Photo. Und normalerweise Full Color Text and Photo, das ist schon genug. Zum Beispiel, Sie scannen ein Buch mit Bilder und Texte, dann benutzen Sie vielleicht diese Funktion. Aber für normale Bücher ohne Bilder, dann können Sie diese schwarz-weiß Text Line Art wählen. Okay. Und danach, ich schau mal, Moment. Hier, das ist automatisch. Ja, und dann kommt zweite Optionen. Und was wir gerade gesehen, das ist erste Option, das heißt Original Type. Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung aussieht. Und dann zweite Option, das ist Resolution. Und hier wählen wir normalerweise 600 DPI. Das ist sehr deutlich. Und 200 ist nicht so deutlich. Und 600, das ist sehr deutlich. Aber die Datei wird ein bisschen größer. Natürlich, ja. Okay. Und dann gehen wir weiter zur Scan Size. Das heißt, Sie können zum Beispiel bestimmte Größe wählen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Größe ist, dann können Sie mit einer Linie, Sie können eigentlich ein bisschen messen, ja. Aber das ist eigentlich nicht unbedingt, nicht unbedingt nötig. Aber Sie können eine Linie mitnehmen und dann ein bisschen messen, ja. Okay, das ist so. Okay, dann das ist fertig. Dann klicken Sie OK. Ja, dann klicken Sie OK, so. Und dann klicken Sie diese grüne ja, Taste hier. Ja, dann klicken Sie diese grüne Taste hier. Okay, dann wird gescannt automatisch. Okay. Und wenn Sie die E-Mail-Adresse eingegeben haben, dann wird die Datei zu Ihrer E-Mail geschickt. Und das kann manchmal 10 Minuten oder sogar 30 Minuten dauern. Ja. Das heißt, zum Beispiel, wenn Sie ein 200 Seiten gescannt haben, dann das kann sehr lange dauern. Aber ich würde euch immer USB-Stick mitnehmen, weil diese Internetverbindung für die Scanner-Maschine ist nicht so stabil manchmal. Deswegen, ich würde immer ein USB-Stick benutzen. Und Sie können viele Seiten scannen. Das ist eigentlich so. Okay, das ist die Scanner-Maschine. Und die Maschine an der RMU sehen wirklich sehr ähnlich wie diese Maschine. Ja, sehr ähnlich. Und auch diese Tastatur und Bildschirm und diese verschiedenen Funktionen, das ist sehr ähnlich. Ja. Okay. Und bei Kopieren, das ist ziemlich einfach. Und Sie legen Ihre Datei darauf. Zum Beispiel, Sie haben ein Handout mit A4, mit in A4 und verschiedene Seiten getrennt. Dann können Sie eigentlich Ihre Handout einfach darauf legen. Und dann natürlich zuerst Ihre RMU-Karte auf der rechten Seite legen und dann wählen Sie Kopieren, wählen Kopieren auf der Bildschirm und danach legen Sie Ihre Dokumente darauf und dann drucken Sie zwei oder drei, dann wird das Handout zwei oder dreimal kopiert. Okay, diese Ziffer hier können Sie später auch verwenden. Heißt, für viele Kopierer brauchen Sie. Dann können Sie einfach diese Nummer eingeben. Okay, das ist so. Und danach klicken Sie immer diese grüne Taste. Okay. Ja, das ist die Scan- oder Kopiermaschine. Okay. Ja, das ist so. Okay. Ich hoffe, das ist klar. Ja. Obwohl, das ist vielleicht ein bisschen, wie kann man sagen, ein bisschen abstrakt. Ja. Es ist immer gut, dass man mit der Maschine arbeitet, nicht mit Video. Ja.
Okay. Okay, das ist eigentlich für Scan- und Kopiermaschinen. Und jetzt schauen wir mal ein paar wichtige oder nützliche Apps. Ja, das ist eigentlich Apps für Lexikon. Wir haben eigentlich früher die Online-Lexikon oder Online-Datenbank schon besprochen. Und jetzt, das ist drei nützliche Apps oder Softwares in ihre eigene Rechnung. Das heißt, sie brauchen keine Internetverbindung hier. Diese Software sind eigentlich offline. Ja. Sie können in ihre Rechner einfach benutzen. Und dieser erste heißt Golden Dick. Das ist alle kostenlos. Ja, die drei sind alle kostenlos. Okay. Und Golden Dick, das ist eigentlich ein Software und bietet, ich glaube, für Windows und auch für Linux. Ja, das ist auch für Linux und auch für Mac verfügbar. Windows, Mac und Linux. Drei Plattformen verfügbar. Okay, und nachdem, ich habe leider kein Golden Dick hier. Ich benutze ein andere Software, ich zeige euch später. Okay, und nachdem Sie Golden Dick installiert haben, dann gehen Sie zu Dictionaries. Das heißt, es gibt sehr viele kostenlose Lexika im Internet. Sie können die Lexika eigentlich kostenlos. Moment. Ja, das ist Dictionary Software, Oxford Dictionary Software. Ja, Sie können viele nützliche Wörterbücher herunterladen, und zum Beispiel Oxford Dictionary und so weiter. Ja, das ist alles kostenlos. Okay, und dann eine ähnliche Sache heißt Lingos. Ja, das ist diese Seite. Und diese Software sieht so aus. Das ist gleich Logic. Das heißt, Sie laden diese Software Lingos runter und dann installieren Sie die Lexika aus Add Dictionaries hier. Ja. Und es gibt eigentlich verschiedene, sehr viele Sprachen. Es gibt zum Beispiel Chinesisch, Deutsch, Englisch, French, German, Greek, Hebrew, Hungary und so weiter. Ja. Und Korean, Japanese, Japanisch, Koreanisch, Mongolisch, Ukrainisch und Russisch, Portugiesisch und so weiter. Das ist alles kostenlos. Sie können die Wörterbücher herunterladen. Ja. Das ist Niederländisch. Ja. Sie können, ja, das ist so. Okay. Und eine dritte Möglichkeit ist eigentlich für Mac-Benutzer. Okay. Und es gibt eine sehr nützliche, schon in Mac installierte Software. Das heißt Lexikon oder auf Englisch Version heißt Dictionary. Okay. Und da öffnen diese Lexikon. Okay. Dann gehen Sie zur Einstellung. Dann können Sie es. Es gibt wirklich zahlreiche Wörterbücher hier. Es gibt Hebräisch und Hindi, Indonesisch und Italienisch und so weiter und auch Russisch und so weiter. Niederländisch natürlich, auch Spanisch und so weiter. Ja, okay. Das ist viele. Zum Beispiel, ich zeige euch, ja, weißt du. Ja, das ist Französisch, Englisch, Wörterbuch. Ja. Die Qualität ist eigentlich auch sehr gut. Ja, okay. Und Sie können eigentlich auch eigene Lexika installieren. Zum Beispiel, ich habe selber ein Sanskrit-Lexikon hier installiert. Zum Beispiel, ein Wort heißt Karman. Okay, und das ist Sanskrit, ja, und das ist eigentlich nicht von Apple selber gemacht, sondern es gibt auf dem Internet eine
Mac-Lexikon-Datei und wir können diese Datei in ihre eigene Mac installieren. Ja, das ist, funktioniert auch gut. Ja, okay. Das ist eigentlich so, ja. Ja, und so weiter, ja. Wie gesagt, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Ah, das ist, nee, Lingos. Okay, dann schauen wir mal zusammen Zotero. Okay, und Zotero, das Software sieht so aus. Wir können, schauen wir. Oder gehen wir zuerst zur Website von Zotero. Zotero Website sieht so aus. Sie tippen Zotero, das ist ganz so, Zotero, okay. Und da klicken Sie hier. Okay, das ist Zotero. Und das ist verfügbar für Mac, für Windows und auch für Linux. Das ist für Mac, Windows und Linux verfügbar. Dieser Surface sieht so aus. Okay, das sieht ein bisschen kompliziert aus. Und ich zeige euch, wie funktioniert das. Das ist, diese Software ist eigentlich für Bibliografie und Bibliografie-Management sehr nützlich. Sie schreiben später natürlich auch Seminararbeit oder Thesenpapier. Sie müssen Aufsätze oder Bücher zitieren. Ja, okay. Und für manche, das heißt, für manche wichtige Bibliografie haben die Leute schon gute Dateien vorbereitet. Sie können eigentlich die Datei herunterladen und dann brauchen sie nicht selber einzutippen. Oder bilden Sie Ihre eigene Bibliothek. Das heißt, Sie arbeiten intensiv für ein bestimmtes Thema und Sie haben selber verschiedene Literatur versammelt und Sie können die Literatur systematisch managen. Ja, das ist eigentlich der Zweck. Ja. Okay, und ich zeige euch, wie funktioniert diese Software. Zuerst Zotero. Das ist dieser, wie kann man sagen, dieser Homepage. Und dann klicken Sie hier, Sie, für, wie kann man sagen, für das, für die Benutzung brauchen Sie ein Konto. Das ist auch kostenlos. Und mit einem Konto können Sie Login und dann auch Groups benutzen. Ich habe eigentlich schon mich angemeldet. Und deswegen, das ist eigentlich meine Interface und das ist mein Konto. Und klicken Sie Groups. Das heißt, es gibt, wie gesagt, so viele Benutzer dieser Softwares. Und sie haben eigentlich schon viele Bibliografie zusammengefasst. Und schauen wir zum Beispiel, suchen wir zum Beispiel Linguistics hier. Suchen. Okay, dann, das ist ein bisschen so komisch. Dann suche ich, Entschuldigung, suche ich Groups. Ja, das heißt, in Zotero Groups sind eigentlich schon viele Groups mit Schwerpunkt Linguistics vorhanden. Ja, und zum Beispiel, es gibt eine Historical Linguistics, eine Phonology. Ja, dann können wir diese klicken und es gibt schon einige Mitglieder hier und dann klicken Sie hier Join. Okay, ja, ich könnte auch hier Join. Okay, dann das heißt, Sie sind jetzt ein Mitglied dieser Gruppe, okay, und dann werden und in Ihrer eigenen Zotero Software werden die
Information, bibliografische Information automatisch synchronisiert in ihre eigenen Rechner. Okay? Ich benutze diese Group eigentlich nicht so oft. Ich zeige euch meine eigene Groups. Das ist eigentlich meine Gruppe. Eine heißt Buddhistische Philologische Datenbank. Mein Schwerpunkt ist eigentlich Buddhologie und Sanskrit und auch Torahisch. Okay. Das ist die zwei Gruppen, die ich benutze. Okay. Und die Information, und ich zeige euch diese Gruppe, das ist eigentlich eine riesige Gruppe. Es gibt 160 Leute und in dieser Gruppe gibt es schon 10.000 oder ungefähr 11.000 bibliografische Entries hier. Okay, Einträge hier. Und dann, das ist eigentlich mein Interface. Und dann klicke ich dieser Buddhismus Bibliographic Datenbank. Dann, das ist eigentlich sehr viele Informationen hier. Und dann, ich könnte natürlich hier nach einem bestimmten Autor suchen. Ja, zum Beispiel, ich suche einen Professor an der RMU. Ja, okay. Das heißt Jens Uwe Hartmann. Er ist ein Professor im Institut Indologie. Ja, das ist ein Aufsatz, ja, Buchteil und Titel und so weiter kompliziert. Und den Verlag und Seitenzahl. Ja. Das heißt, ich brauche eigentlich nicht selber einzugeben. Ich könnte einfach kopieren. Das ist ziemlich einfach. Okay. Ich könnte natürlich auch ich glaube, nach Jahre suchen. Ja. Okay. Das ist so. Sie können eigentlich hier wählen nach Titel oder nach alle, ja, und Jahre und so weiter. Ja, okay. Das heißt, das ist alle Veröffentlichungen, Publikationen im Jahre 2000. Ja, okay, das ist eigentlich so, funktioniert das. Okay, und wenn Sie zum Beispiel Ihre eigene Bibliothek bilden möchten, dann machen Sie so. Das heißt, meine Bibliothek ist automatisch vorhanden und Sie können hier einen neuen Ordner, Sie können hier einen Moment, ja, Sie können hier einen neuen Ordner oder neuen, hey, so, ja. Ist es, ja, neue Sammlung, ja, machen Sie eine neue Sammlung. Zum Beispiel Linguistics. Ja. Okay, dann hier. Dann haben Sie eine neue Sammlung hier. Klicken Sie hier neue Sammlung. Dann hier haben Sie eine neue Sammlung hergestellt. Und dann, was machen wir weiter? Und wir können neue Literatur importieren. Okay, und wie kann man das importieren? Sie können natürlich manuell mit Ihrer Hand eintippen. Ja, Sie können Buch oder Buchtitel oder Dokumente, Zeitschrift, Artikel. Aber für Zeitschrift, es gibt eine nützliche Funktion. Das heißt, Sie können hier geben Sie ISBN oder DOI oder und so weiter. Dann können Sie automatisch ein Buch installieren, importieren oder einen Aufsatz. Okay. Ich zeige euch, wie funktioniert das. Gehen wir zu einer wichtigen Aufsatz, wichtige Zeitschrift, unseres Fachs, das heißt indogermanische Forschung. Das dauert ein bisschen langsam. Okay, das ist dieser Zeitschrift, das heißt indogermanische Forschung. Dann klicken wir Neuest Hefte. Okay. Hier, dann klicken wir zum Beispiel dieser Aufsatz von Laura Massetti.
Okay, dann schauen Sie hier, es gibt eine DOI-Nummer. Das ist sehr wichtig. Dann kopieren Sie diese DOI-Nummer hier. Ich glaube von hier. Ja, das ist diese DOI-Nummer. Kopieren Sie hier. Und dann gehen wir wieder zu Zotero. Dann klicken wir hier. Und dann DOI-Nummer. Okay. Okay, dann haben Sie alle Informationen hier. Das ist automatisch importiert. Das ist ein Zeitschriftartikel und Titel heißt so griechisch Alti-Epos und Vedic Litvia und so weiter. Und Autor heißt Frau Massetti, Vorname Laura. Und dann kommt eine Zusammenfassung. Und diese Zeitschrift heißt Indogermanische Forschung und Band 125 und so weiter. Ja, das ist eigentlich so alles automatisch importiert. Und Sie können natürlich auch ein Buch probieren. Ja, das ist auch eine nützliche Sache. Dann schauen wir zum Beispiel ein Buch. Verlag Hackstein-Habertal. Okay, das ist ein Das ist ein Buch von Herrn Hagstein und zwei anderen. Und hier haben wir eine ISBN-Nummer. Dann kopieren wir diese Nummer. Okay. Und dann gehen wir zu Zotero und kopieren wir hier. Okay, dann wird alles importiert. Das ist ein Buch und Titel heißt Dorharisch Texte zu Buddha Legenda und Autor. Hier wird nur erster Autor, Hackstein. Und das ist diese Reihe, heißt Münchner Studium zur Sprachwissenschaft, Band 27 und das Datum 2019 und Verlag und ISBN und so weiter. Ja, das ist ziemlich einfach zu benutzen. Ja. Und Sie können natürlich selber ein bisschen verbessern. Es gibt eigentlich zwei Autoren, deswegen können Sie hier neuer Autor eingeben. Zum Beispiel, das ist Habata und Vorname heißt Hiromi. Ja, das ist so. Sie können auch Dritter heißt Boss und Vorname heißt Christoph und so weiter. Ja, das ist, wie das funktioniert. Okay. Und dann zum Portfolio. Was sollen Sie im Portfolio schreiben? Installieren Sie Zotero und dann probieren Sie zuerst eine Gruppe zu finden und Join eine Gruppe hinzufügen. Okay? Und danach zeigen und danach machen Sie eine neue Sammlung in Ihrer eigenen Bibliothek und dann geben Sie einen Artikel und ein Zeitschriftartikel und dann ein Buch, okay, irgendein Buch, irgendein Aufsatz. Okay, und dann machen Sie jetzt ein Screenshot von dieser Seite. Ich hoffe, das ist klar. Okay, dann gehen wir vielleicht weiter. Dann, das ist ein sehr wichtiges Thema, was wir vielleicht in der nächsten oder späteren Sitzung nochmal wiederholen. PDF, ja. Was meinen Sie mit PDF? Ja, Sie können einfach sprechen, ja. Mit Ihrem Audio können Sie einfach sprechen. Das Programm nicht kostenlos ist, worüber wir gesprochen haben, dann können wir das nicht runterladen. Ah, okay. Ja, okay, ich verstehe das.
Also ich habe ein einfaches PDF-Programm, da habe ich die Suchfunktion und kann jetzt zum Beispiel irgendwie Phonology oder sowas eingeben, aber nicht so, wie Sie das haben mit allen möglichen Funktionen. Also die Suchfunktion, die habe ich und das könnte ich auch beschreiben, aber ich habe nicht so eine ausgefeilte Version vom PDF Acrobat Reader. Okay, dann probieren Sie diese. Probieren Sie diese Software. Das ist eigentlich mit 30 Tage Free Trial. Laden Sie diese Software unter, weil diese Software ist eigentlich in unserem Rechenzentrum installiert. In normaler Situation können wir eigentlich die PC dort benutzen. Aber jetzt geht das nicht. Probieren Sie vielleicht diese. Ich möchte eigentlich euch zeigen, nee, nicht diese. Ich möchte euch eigentlich zeigen, wie wichtig diese OCR-Funktion ist. Das ist sehr wichtig. Sie müssen diese Texterkennungsfunktion und oder OCR-Funktion benutzen. Das ist für Ihre spätere Studium sehr wichtig. Sie können nicht in einem Tag 200 Seiten Literatur lesen. Sie müssen eigentlich die wichtigen Punkte auswählen und dann lesen. Und dann, wie kann man das machen? Mit OCR-Funktion, das ist realisierbar. Okay, das ist mein Punkt, ja. Ich möchte nur euch zeigen, die OCR-Funktion. Okay, und dann ich hoffe, dass Sie später auch für ihr eigenes Studium diese OCR in PDF-Datei benutzen. Ja. Okay, deswegen probieren Sie vielleicht diese Software. Ich verkaufe natürlich. Ich bin nur ein Dozent. Ich verkaufe keine Software. Ich möchte nur euch empfehlen, gibt es ein paar Möglichkeiten, Software. Es gibt auch eigene, Entschuldigung, es gibt auch andere PDF-Software mit OCR-Funktion. Aber die Qualität ist eigentlich nicht so gut. Ich habe selber probiert. Und diese ABBYY und Adobe Acrobat sind eigentlich gut. Aber Adobe Acrobat ist eigentlich nicht so billig. Und ich denke, es gibt vielleicht auch ein 30 Tage Free Trial. Ja, Sie können ein bisschen probieren, ja. Okay. Ich habe einen Acrobat Reader, aber der hat eben nur einfache Funktionen. Also wenn ich jetzt irgendwie für eine Seminararbeit was lese, also lesen soll und einen bestimmten Begriff suchen muss, das kann ich machen. Aber das mit den Seiten rausziehen und abspeichern, was wir hier besprochen haben, das kann ich nicht. Also könnte ich das jetzt auch zu Hause mit einem eigenen Versuch nicht beschreiben? Ja, extra, ja, die Seite extrahieren brauchen Sie nicht, ja. Wie gesagt, ich war extra erklärt. OCR ist wichtig, ja. Können Sie diese Software oder Acrobat mit OCR-Funktion probieren? Sie brauchen eigentlich keine Seite ausziehen, ja. Das brauchen Sie nicht, ja. Das ist vielleicht, okay, probieren Sie, ja, OCR. Fast nicht, das ist auch in Ordnung. Das ist eigentlich nicht 100% nötig. Ja. Sie können sagen, ja, ich brauche OCR-Funktion gar nicht. Ich brauche OCR-Funktion nicht. Ich könnte einfach per schnell lesen, ja, einen Tag, in einem Tag 200 Seiten lesen. Das natürlich geht auch, ja. Ich möchte nur eine Möglichkeit zeigen. Ja. Das heißt, mit OCR-Funktion können Sie viele Sache ganz schnell lesen. Ja. Okay. Ist das klar? Sie brauchen keine Seite ausziehen. Ja. Das ist für diese PDF-Geschichte, möchte ich nur diese Funktion hervorheben. Ja. Das ist die wichtigste Sache. OCR-Funktion. Okay. Darf ich weitergehen mit Literatur und zitieren? Okay. Okay, das ist eine sehr wichtige Sache und auch sehr wissenschaftliche Sache. Und Sie werden bestimmt bei vielen Veranstaltungen, wie kann man sagen, dieser Kompetenz
noch vertiefen, verschärfen und verwenden. Okay? Das heißt, Bibliografie und Zitieren. Sie schreiben einen Aufsatz, Sie schreiben ein Thesenpapier und Sie müssen Literatur zitieren. Und dafür gibt es bestimmt Format. Und für dieses Format haben wir sogar ein Buch, ein ganzes Buch. Das heißt Chicago Manual of Style. Dann tippen wir Chicago Manual of Style in Google. Ja. Ah, das Internet funktioniert nicht so gut. Ich probiere. Ja, okay, das ist ja, okay. Und das ist eigentlich ziemlich kompliziert. Und wir schauen mal einfache Sache. Okay. Und das ist Contents eigentlich nicht so wichtig. Okay, das ist so. Das heißt, in Bibliografie oder in Literaturverzeichnis müssen wir die Literatur, was wir in unserer Thesenpapier oder Seminararbeit benutzt haben, zitieren. Okay? Und es gibt ein bestimmtes Format. Und für Buch, dieses Format sieht so aus. Zuerst, ich meine, zum Beispiel, es gibt nur einen Autor. Ja, das ist ziemlich einfach. Und zuerst Familienname und dann Komma und dann ein Leerzeichen und dann Vorname. Das ist sehr wichtig. Sogar Leerzeichen, ja. Ich wiederhole nochmal. Familienname, Komma, Leerzeichen. Vorname, Punkte, Leerzeichen, Jahreszahl 2016, Punkte und dann nochmal Leerzeichen und dann Buchtitel, Italisch, wie kann man sagen, Italic, das ist Schreck, oder? Und dann nochmal Punkte und dann Leerzeichen. Und Ort, Verlagsort, was wir aus zum Beispiel diesem Buch. Und dieser Ort heißt Dettebach. Okay? Und dann zwei Punkte, Leerzeichen. Nicht zwei Punkte, eine Komma. Das ist ein Komma. Ja? Doppelpunkte. Und dann ein Leerzeichen. Und Verlag und am Ende Punkte. Okay, das ist dieser Format. Und wenn zwei oder mehrere Autoren gibt, zum Beispiel, das erste ist gleich, Familienname, Komma, Leerzeichen, Vorname, Komma, und dann Leerzeichen und. Und zweiter Autor, mit zuerst Vorname und dann Familienname. Okay, diese Reihenfolge ist ein bisschen unterschiedlich. Das bei einzelnen Autoren, bei einzelnen Autoren schreiben wir Familienname zuerst und dann Vorname. Und bei mit zwei Autoren, dann schreiben wir für ersten Autor Familienname, Vorname und dann für zweite Dritte schreiben wir Vorname, Familienname. Okay. Und dann immer Leerzeichen, Jahreszahl, Punkt, Leerzeichen. Und dann Buchtitel in Italik. Okay. Und immer Ort, zwei Punkte, Verlag. Okay, das ist ein
Das ist ein typischer oder Standardformat. Okay. Und dann vielleicht ein Aufsatz. Okay. Und Aufsatz sieht so aus. Dieser Aufsatz ist vielleicht zu lang. Okay. Und dann benutzen wir zweite Aufsatz. Okay, dann schauen wir dieses Beispiel. Bei Name immer so. Familienname, Komma, Leerzeichen, Vorname, Punkte. Was meinen Sie? Das ist ich glaube, für Geisteswissenschaft und für Naturwissenschaft manchmal unterschiedlich, ja. Also bei uns wurde gesagt, dass wir die Sachen auf eine bestimmte Art und Weise schreiben sollen. Und hier sehe ich also eine andere Art und Weise, wie das zitiert werden soll, angegeben werden soll in der Bibliografie. Also für mich ist das jetzt einfach verwirrend, weil ich das vorher von dem alten Stilblatt, was ich immer verwenden sollte, ja komplett anders kenne. Also ist es nicht besser, sich für das jeweilige Studienfach anzuschauen, wie man etwas zitieren soll. Ja, okay. Okay, ich erkläre zuerst ein Format und dann komme ich zu einer anderen Sache. Das heißt, Sie können andere Formate verwenden, natürlich, geht auch. Aber das Prinzip ist, bleiben Sie bei diesem Format konsistent. Okay? Und dann noch vielleicht ein Tipp. Das ist noch komplizierte Sache. Für verschiedene Zeitschriften gibt es eigentlich verschiedene Formate. Ja. Es gibt immer ein Formatblatt für jede Zeitschrift. Ja. Zum Beispiel bei dieser indogermanischen Forschung gibt es ein bestimmtes Format. Bei anderen amerikanischen Zeitschriften gibt es andere Formate. Ja, das ist unterschiedlich. Ich muss sowieso ein Format zuerst vorstellen. Ja, das ist einer. Ja, okay. Ist das klar? Oder haben Sie andere Fragen? Ja, es gibt natürlich verschiedene Formate. Ja. Aber ich muss sowieso ein Format zuerst vorstellen und dann kann ich sagen, ja, es gibt andere Formate, Sie können andere Formate verwenden, aber nur halten Sie im Kopf, bleiben Sie bei der selben Format. Sie können eigentlich nicht, das ist eigentlich nicht so gut, dass Sie in einem Aufsatz, in einem Thesenpapier verschiedenen Formate verwenden. Das ist eigentlich nicht erwünscht. Das heißt, Sie wählen ein bestimmtes Format und dann benutzen Sie diese Formate konsistent, immerhin, ja, in denselben Aufsatz, in derselben Arbeit. Okay, das ist das Prinzip. Okay, nochmal zum Zeitschriftartikel. Das heißt, immerhin Familienname, Entschuldigung, Familienname und Komma und Vorname und Jahreszahl und dann Aufsatztitel. In normaler Schrift, okay. Und manchmal kann man auch eine Einführungszeichen einfügen, ja. Aber das ist nicht unbedingt nötig. Es gibt auch andere Formate ohne diese Einführungszeichen, ja. Okay, einfach ohne Einführungszeichen. Und dann kommt Entschuldigung, Zeitschrifttitel auch italisch, okay, italic. Und dann kommt Bandnummer, in welchem Band. Und manchmal das heißt, manchmal erschienen verschiedene Lieferungen, verschiedenen Bände in derselben Jahr, in derselben Band. Und deswegen muss man hier Klammer und eine Lieferungsnummer schreiben. Das ist zum Beispiel Band 38, Lieferung 1. Okay, manchmal Lieferung 2, 3, 4 und so weiter. Und dann zwei Punkte, Seitenbereich. Ja,
Okay, und dann Punkte. Und man braucht eigentlich nicht Projekte müß schreiben. Das heißt, ich habe keine gedruckte Version benutzt, sondern eine Online-Version. Deswegen schreibt er hier Project Muse. Project Muse ist eine Online-Datenbank. Okay. Und manchmal hier kann man auch ein Komma benutzen. Es muss nicht nur zwei Punkte sein. Okay. Das ist so. Okay. Dann Hausarbeit in Portfolio. Das heißt, für diesen Abschnitt, für diesen Teil, wählen Sie ein Buch, irgendein Buch. Und mit einem Autor, das ist natürlich einfacher. Und Sie können auch mit zwei, ein Buch mit zwei Autoren. Ja. Okay, wählen Sie ein Buch. Dann geben Sie die bibliografische Information in diesem Format in Ihr Portfolio. Ja? Okay, und das ist für Buch. Und dann wählen Sie auch einen Aufsatz und dann geben Sie die Information in diesem Format ein, in Ihr Portfolio. Wie gesagt, Sie können ohne Anführungszeichen eingeben. Okay. Und Beispiele können Sie natürlich aus diesem Aufsatz, aus dieser Website wählen. Zum Beispiel nehmen dieser Aufsatz, Titel heißt so und Autorin heißt so und Aufsatz, Titel heißt so und Bandnummer, Heft 1. Ja. Wie gesagt, es gibt manchmal andere Hefte. Ja. Okay. Und Seitenzahl finden Sie, ich glaube, Seitenzahl. Für diesen Aufsatz, gehen wir vielleicht zurück, dann sehen Sie diese Seitenzahl. Ah, diese Website ist immer ein bisschen langsam. Okay. Ja, schauen Sie, Seitenzahl finden Sie hier, 1 bis 20. Okay. Und dann für Buch können Sie irgendein Buch benutzen. Und Sie können dieses Buch benutzen. Ja, okay. Die Information haben Sie aus dieser Seite oder benutzen Sie Zotero und haben Sie alle ne, ja, wichtige Informationen schon hier dargestellt. Ist das klar? Haben Sie Fragen dafür? Das ist, was Sie im Portfolio beschreiben sollen, ja. Geben Sie die Information, bibliografische Information von einem Buch und von einem Aufsatz. Ja, und in dieser Format. Project Muse brauchen Sie natürlich nicht zu schreiben. Ja, okay. Und wie finden Sie diese Seite? Gehen Sie zu Chicago Manual of Style und dann klicken Sie so. Und dann klicken Sie Citation, Quick Guide. Okay. Und dann klicken Sie Author Date. Okay. Hier finden Sie Beispiel. Ja. Falls Sie vergessen haben. Ja. Okay. Das ist Format für Buch. Und unten, das ist Format für Aufsatz. Okay. Natürlich können Sie auch andere Formate benutzen, aber ja, Sie können dieses Format ein bisschen probieren. Das ist kein schlechtes Format, oder? Ich finde dieses Format ganz, ja, ich finde dieses Format gut, ja. Ja, okay. Das ist eigentlich alles, ja. Haben Sie Fragen? Ich hoffe, das ist klar. Wir werden diesen Abschnitt nochmal wiederholen. Ja, das ist eigentlich sehr wichtig. Und es gibt noch komplizierte Sachen, zum Beispiel ein Aufsatz in einem Sammelband. Und müssen Sie auch, oder ja, in einem Sammelband. Das ist ein bisschen komplizierter. Okay. Und wir werden auch vielleicht nächstes Mal auch ein paar wichtige
Zeitschriften kennenlernen. Okay, das ist für unser Fach sehr wichtig. Okay, IF, Indogermanische Vorschulen, haben wir schon gerade gesehen, aber es gibt auch andere, heißt historische Sprachforschung oder Klathylos oder Münchner Studien zur Sprachwissenschaft und so weiter. Das ist auch sehr wichtig. Okay, bevor wir diese Sitzung schließen, möchte ich noch einen Hinweis geben. Das heißt, nächstes Mal werden wir eine Software vorstellen und auch probieren. Das heißt EndConc. Und für diese Software, das ist natürlich auch kostenlos, geben Sie EndConc in Google. Und das ist an dieser Seite. Der Programmer heißt Lawrence Anthony, okay? Und diese Software ist auch für Windows, Mac und Linux verfügbar. Okay. Und dieser Surface sieht so aus. Das ist ein bisschen, die Surface ist eigentlich nicht so schön, aber das ist schon sehr nützlicher, das ist eine sehr nützliche Software. Okay. Und für diese Software werden wir ein paar Dateien benutzen. Ich schicke euch später eine Nachricht mit einer Dropbox-Link mit dieser Scan Machine Video und auch ein paar und drei Dateien, was wir für die nächste Sitzung benutzen, nämlich die Sitzung für EndConc. Das ist eigentlich Data Analysis. Okay. Und dann zweitens, falls Sie Mac-Benutzer sind, installieren Sie entweder TextWrangler für frühere Versionen oder BBEdit. Die sind eigentlich kostenlos Softwares. Ich zeige euch, wie funktioniert das mit Data Analysis für diese Softwares. Aber hauptsächlich dieser EndConc. Weil ich weiß, nicht alle Mac-Benutzer sind. Okay. Und dann werden wir auch Bibliografie ein bisschen wiederholen. Ja. Und nächstes Mal ist vielleicht ein bisschen technisch, aber ich habe eigentlich damals Feedback bekommen. Ich habe vor einem Jahr habe ich Nachrichten geschickt und gefragt, sind Sie zufrieden mit meinem Kurs? Und manche sagten, ja, das ist gut, aber wir können noch mehr machen. Und wir möchten eigentlich ein bisschen Data Analysis kennenlernen. Und dann habe ich dieses Jahr diese Software in unsere Kurs eingeschlossen. Ja. Ich hoffe, das vielleicht mindestens nützlich für manche. Ja. Das ist eigentlich auch eine sehr wichtige Tour für ihre Studium später, ja. Das ist Korpuslinguistik eigentlich, ja. Korpus, das ist wichtig für Korpuslinguistik. Ja, okay, das ist so. Okay, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis jetzt. Und falls Sie Fragen haben, dann schicken Sie mir Nachrichten. Und das ist eigentlich die letzte Sitzung dieses Jahr und ich hoffe, dass Sie alle gesund bleiben und ich wünsche euch schöne Weihnachtsferien und bleiben Sie gesund. Wir sehen uns nächstes Jahr. Okay. Okay. Darf ich eine kurze Frage stellen? Ja, bitte, bitte. Können Sie die Format des Sammelband zum Zitieren erklären, also zeigen? Ah, das heißt Aufsatz in einer Sammelband. Anna. Ach so, okay. Das ist okay, ich könnte eigentlich erklären, aber ich glaube, Sie finden die Information schon in dieser Website. Schauen Sie hier. Das ist dieser Format. Schauen Sie. Chapter or other part of an edited book.
Das ist eigentlich Format für einen Aufsatz aus einem Sammelband. Ja, Sie können später genauer anschauen. Ah, oh, okay. Dankeschön. Ja, ja bitte, bitte. Okay. Okay, dann schöne Weihnachtsferien. Bleiben Sie gesund. Okay. Dann Wiedersehen. Okay.